Wir sind jetzt heute bei der Falle, wo ich die letzten Fänge Ende Juli verzeichnen konnte. Das waren die beiden Jungfüchse, die ich hier gefangen habe. Und ja, jetzt drumherum, im Hintergrund seht ihr es, der Maisacker ist gedroschen worden. Und ja, jetzt gibt es von der anderen Seite wieder Zulauf. Ich bin jetzt schon zweimal hier gewesen, war die Falle zu, aber immer nur Katzen. Und ja, jetzt heute Nacht jetzt schon wieder die Falle zu. Und ja, wollen wir mal gucken, was dann da drin ist. Die Eier, die ich vor den Rohren platziert habe, sind auf jeden Fall weggenommen. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen Hoffnung, dass diesmal keine Katze drin sitzt, sondern vielleicht ein Marder. Uhrzeit war heute Morgen um 5:30 und ja, muss dazu sagen, heute Morgen war noch schlechtes Wetter, Regen und ein bisschen Wind. Vielleicht sitzt auch ein Hase drin. Schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal reingeguckt. Da drin liegt ein Marder direkt hier unter der Köderluke. Hat sich eingerollt und ja, dann werde ich jetzt mal den Abfangkorb holen und den Marder entnehmen. Ja, ich habe den Marder nun aus der Falle geholt. Es handelt sich um eine Steinmarderfee. Köder war wie immer Ei und Wildmagnet. Ja, das Besondere hieran war, dass der Marder sich wirklich extrem stressfrei und ruhig verhalten hat. Nicht nur in der Falle, ihr habt das vorhin gesehen, sondern auch im Abfangkasten. Und ja, bemerkenswert war jetzt auch noch, dass ich gerade gestern hier war, die Falle neu beködert habe und hier sich eine Katze gefangen hatte. Und jetzt einen Tag später der Marder drin. Also ja, schon bemerkenswert, was es ausmacht, dass hier nebenan das Feld der Mais weg ist. Seitdem fängt die Falle alle zwei Tage, beziehungsweise fast jeden Tag. Und ja, das soll es soweit zu diesem Marder gewesen sein. Ja, einen Tag später, wie ich den Marder jetzt in der Betonrohrfalle gefangen hatte, ihr habt das gerade gesehen, stehe ich jetzt heute Morgen bei der Kastenfalle über dem Graben. Und ja, die Falle ist zu, die Eier sind weg und jetzt bin ich sehr zuversichtlich, dass sich auch vielleicht hier ein Marder gefangen hat. Gucken wir mal rein. Oh Mann, jetzt ärgere ich mich richtig. Ich habe den Deckel der Kastenfalle aufgemacht und was sehe ich? Tja. Ach Mann, das war's wohl mit der Kastenfalle. Ich hatte ja letztens gesagt, ich gebe der Kastenfalle noch ein, zwei Jahre, aber das hat sich jetzt damit erübrigt. Oh Mann, das ärgert mich jetzt richtig. Gucken wir uns das mal an. Ja, mein Fehler war damals, dass ich jetzt hier als Zwischendecke einfach so eine, ja, wie nennt sich das hier, Presspappe hier, nicht Spanplatte genommen habe. Ja, da hat er sich natürlich schön durchgefressen an der Seite, den Draht zur Seite gedrückt. Oh Mann. Ja, das ärgert mich jetzt extrem. Ja, wie gesagt, das war's jetzt für die Falle. Die muss ich aussortieren. Ich muss mal gucken, ob ich die Krefelder Kastenfalle dann hier drauf stelle. Auf jeden Fall macht das mit dieser Falle keinen Sinn mehr. Ich will ja auch nicht, dass sich irgendwelche Tiere hier dran verletzen bei den Ausbruchversuchen. Ich hatte die jetzt gerade ja noch wieder ein bisschen aufgemöbelt, dass an den Fangklappen da niemand raus kann. Aber ja, jetzt haben sie es komischerweise hier oben versucht. Kann ich auch nicht ganz verstehen, weil eigentlich lichtdicht mit dem Deckel alles zu. Und ja, der hat auf jeden Fall seine Chance genutzt und ist jetzt in Freiheit. Ja, ärgerlich. Aber gut, auch das passiert. In diesem Fall hat jetzt der, ich denke mal, von der Größe her Marder gewonnen. Ja, gut. Dann wollen wir die Kastenfalle mal austauschen. Ja, die alte Holzkastenfalle habe ich jetzt mal von der Bohle genommen. Habe die Krefelder schon mal positioniert und sehe jetzt, dass ich hier diese Eingangsbretter, wie soll ich es nennen, diese Rampe zur Falle hin, jetzt noch mal versetzen muss. Das mache ich noch mal eben und dann kann die Krefelder ihren Platz hier finden. So, die Krefelder Kastenfalle ist positioniert. Ich habe hier die Einlauframpe ein bisschen versetzt
Und jetzt steht die Falle eigentlich mittig über dem Graben. Ja, wollen wir mal gucken, ob das hier genauso gut funktioniert. Die Krefelder hatte ich ja eigentlich vorgesehen für den Fang von Nutria. Aber das ist hier so eine gute Stelle eigentlich. Die möchte ich jetzt gerne nicht ohne Kastenfalle hier stehen lassen. Und eine andere habe ich im Moment nicht. Also ich habe ich schon, aber es sind alles kleinere. Die sind nicht gut zu gebrauchen. Und ja, wollen wir mal gucken, was die Krefelder jetzt hier auf dieser Bohle macht. Und ja, was ich mit der alten mache, weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich sie doch nochmal repariere oder ob sie jetzt ganz wegkommt. Muss ich mal schauen, nochmal eine Nacht drüber schlafen, ob ich da Lust zu habe. Und ja, mal gucken, was dann hier geht. So, guten Morgen. Ich bin bei der Krefelder Kastenfalle, die wir ja hier anstelle der Holzkastenfalle montiert haben. Und heute ist die Falle das erste Mal zu. Das Ei, was ich da vorgelegt habe, liegt jetzt leider noch da. So, glaube ich, jetzt nicht on Marder, es sei denn, er ist von der anderen Seite gekommen. Aus dem Mais glaube ich aber nicht. Ja, gucken wir mal rein, was drin ist. Ich bin gespannt. Ja, drin sitzt ein Igel. Natürlich nicht das, was ich fangen wollte. Der wird gleich in die Freiheit entlassen, beziehungsweise bringe ich den noch ein bisschen weiter weg. Weil wenn ihr den jetzt frei lasst, kann es sein, und ihr die Falle stellt, kann es sein, dass er in 10 Minuten wieder drin sitzt. Das ist natürlich nicht Sinn der Übung. Ja, schade, hatte ich mir etwas anderes erhofft, aber naja, zumindest war die Falle jetzt einmal zu. Und wir hoffen mal, dass das demnächst mal mit einem Marder oder so weitergeht. Ja, den Igel habe ich jetzt 300 Meter weiter weggebracht. Hatte leider nur diese dünnen Handschuhe, die haben natürlich nicht gereicht. Also wenn ihr den fest anpacken wollt, dann dicke Lederhandschuhe. Und ja, also wenn ihr den auch die nächste Nacht nicht in der Falle haben wollt, dann bringt den ruhig weiter weg, also in einen Eimer stecken und dann irgendwo einen Kilometer weiter rauslassen. Ansonsten kann es natürlich sein, dass der morgen oder heute Nacht sich dann nochmal fängt. So, ich nehme so langsam die Fangbunker in Betrieb, beziehungsweise Köder da mit den Eiern. Und ich mache es so, dass ich einmal vor dem Fangbunker ein Ei lege. Dann lege ich ein Ei in den Eingang vorne. So, und wenn dann immer, dass ich das Ei in einem Eingang schnappt, dann sieht er schon das nächste. Wenn er sich das Ei schnappt, dann hat er einen Blick auf das Ei im Inneren. Und so kann man dann langsam anfangen zu ködern. Ja, letztes Jahr hatte ich an dieser Stelle ja den Baummarder im Eisen. Insgesamt muss man sagen, hat sich das mit dem Fangbunker jetzt nicht so sehr gelohnt. Ich habe ja 3 Stück gebaut, ich habe ein Eisen und die anderen beiden wurden immer nur sporadisch angenommen. Ja, muss man dann gucken, dieses Jahr, wir haben es jetzt Mitte, Ende September, was denn dann dieses Jahr dabei rumkommt. Auf lange Sicht gesehen ist das mit dem Fangeisen sowieso eine aussterbende Sache. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich aber in meinem Bundesland auch damit nicht mehr fangen darf. Aktuell darf ich noch und ja, solange nehme ich die Fangbunker dann noch in Betrieb und dann irgendwann wird das auch Geschichte sein, denke ich. Und stattdessen in neue Fangbunker zu investieren, würde ich dann eher in eine Kofferfalle oder in eine Kastenfalle über einen Graben oder so investieren. Ich denke, das wird dann die Zukunft sein. Hier bin ich auf dem Weg zu der Falle, wo ich im Sommer die 2 Jungfüchse gefangen habe und danach nur noch Katzen. Wir haben es jetzt mittlerweile Mitte November und die Falle hat heute Nacht ausgelöst. Ja, die Schotten sind noch runter, die Eier sind weg. Ich hoffe jetzt wirklich, dass endlich mal Raubwild drin ist. Die letzten Wochen hat es eigentlich fast gar keinen Fang gegeben bei mir. Und ja, ich würde mich halt freuen, wenn es jetzt endlich mal losgeht. Die Witterung war jetzt auch nicht dementsprechend. Es hat noch keinen richtigen Frost gegeben hier. Einen leichten Bodenfrost, ja, aber sonst gar nichts. Der Tisch ist noch reich gedeckt fürs Raubwild. Überall gibt es noch Beeren, teilweise Obst. Ja, gucken wir mal. Vielleicht hat sich jetzt was gefangen. Vom Geruch her kann ich noch nichts dazu sagen. Ich denke mal, dass es kein Fuchs sein wird. Das würde man riechen. Ja, ich sehe es jetzt leider auf dem Handybildschirm nicht. Irgendwas liegt da. Ich mache mal ein Foto und hol es dann mal raus.
Ich habe den Marder entnommen. Ich zeige euch den gleich nochmal. Ich habe jetzt erstmal hier neu mit Wildmagnet beködert und hier ein neues Ei ausgelegt. Die Witterungen lassen es jetzt so langsam zu, dass wir auch auf was anderes umsteigen können. Jetzt gehen bei uns die Gesellschaftjagden los, oder die Niederwildjagden besser gesagt. Und da wollen wir mal sehen, ob ich irgendwie dann an Hasen und Innereien komme oder an Fasanen oder eine Taube oder was auch immer. Und dann können wir jetzt bei diesen Temperaturen langsam auch umstellen und mal gucken, ob wir dann was anderes erwischen. Aber erstmal bleibe ich bei Wildmagnet und Ei. Das funktioniert auf Marder ganz hervorragend. Und ja, ich zeige euch jetzt mal den Marder. Ja, der Marder ist entnommen. Die Falle ist wieder scharf gestellt. Hier handelt es sich um eine Steinmarderfehe. Gefangen, wie gesagt, auf Ei und Wildmagnet. Jetzt schon länger her, dass ich überhaupt einen Marder gefangen hat. Der letzte war der in der Kastenfalle, der mir entwischt ist leider. Und ja, dementsprechend komme ich dieses Fangjagdsaison noch nicht auf eine hohe Anzahl an gefangenen Mardern oder Füchsen. Ich hoffe ja, dass die Witterung, die jetzt ein bisschen kühler wird, dazu beiträgt, dass sich da in den nächsten Wochen noch ein bisschen was tut. Naja, müssen wir abwarten. Ich fahre jetzt nach Hause. Bis zum nächsten Mal.